ist schon wieder nur am Regnen da draußen. Viel Spaß. Ja, danke, den hatte ich. Gott, ey. Nach 3 Stunden war es echt doch mal nötig. Also bei Witcher vergesse ich irgendwie jedes Mal die Zeit. Das ist doch zwecklos. Bei dem Licht sieht sie doch gar nicht. Also. Was soll denn das sein? Öffnet euch doch mal. Guck schon. Na komm. Na komm, öffne dein Gefieder. Komm. Ah, okay. Dann nichts. Ganz schön wählerisch, das Tier. Doch, da. War das Gärten? Ein Einhorn. Vielleicht geht es mit einem Apfel oder Süßigkeiten. Wir wären nicht in dieser Bredouille, wenn du noch Jungs. Das sollte nicht so unlustig schon im Vorsein. War ich doch! Willst du wirklich schon wieder damit anfangen? Ich wollte doch nur kuscheln. Psst, sonst kriegt die Bestie Angst. Ich wollte nur streicheln. Mit den Süßigkeiten. Hallo Leute, ich muss euch leider den Spaß verderben. Wer ist das? Wer ist das denn? Pause kuschen nicht. Was für ein tolles Einhorn. Oh, ich hab's befürchtet. Bin ein Leckerli für das Einhorn. Ach, komm schon, ey. Plätze mag auch kein Brot. Nur altes. Okay. Plätze mag Möhren. Vielleicht mag das Einhorn sie auch. Ah, ja, Questgegenstände. Das ist eine Unverschämtheit, sag ich. Ja. Unverschämtheit. Huch. Das ist gegen die Regel. Kann ich jetzt echt einfach nur einen Schritt gehen? Ach du Scheiße. Ja, in 2 Stunden sind wir auch beim Einhorn. Was hältst du von einer köstlichen Karotte? Komm hier. Komm. Put, 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 put. Ein feines Pferdchen. Ah nee, Einhorn. Oh. Oder gar nicht. Okay, die kann bei The Next Uri Geller mitmachen. Die schwebt! Die Frau schwebt! Die ist eine Hexe, verbrennt sie! Nicht auf mir rumtrampeln! Die verbrennt sie! Das ist eine Hexe! Die. Ich find's geil. Okay. Überhaupt nicht unheimlich, nein. Wenn du geruhst, Herrin? Ich geruhe nicht. Ich handle aus höchster Notwendigkeit. Erklärungen gibt es später. Hier steht da immer noch. Aber es ist gegen die Regeln. Ich bin die Regeln. Geralt, endlich. Ich habe einen Schlüssel und einen Hinweis. Ich habe auch einen. Zeig mir deinen. Wer hat diesen Plunder geschrieben? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab? Was? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Folgt die Maus, der uns zuerst einen Hut für den Kopf mitgab.
Was? Ich bin in Rätseln richtig beschissen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Hält sich das ein in der Mitte auf Trab? Was? Ein Tierpark, ein Treibhaus, Ballastspeisekammer, Bauernhof. Ja. Warten wir doch einfach. Ein Ei in der Mitte hält uns auf Trab. Ein Ei in der Mitte von Trab. Treib und eine Maus, die zuerst einen Hut auf dem Kopf trägt. Am Anfang Treib und Haus. Treibhaus? Du bist ein Genie. Es gibt mehrere Treibhäuser im Garten. Das war richtig? Und der Schlüssel, den wir gefunden haben, sieht ganz richtig aus. Okay. Also das Treibhaus. Auf geht's. Ja, was auch immer. Gut. Ich nehm's, wie es kommt, ne? Stufe 40, ja, passt. Bin ich zufrieden mit. Ach ja. Ich hab's befürchtet. Nein, da. Was zum Lappen? Was ist das? Aber ich wusste, dass wir zu spät kommen. Was ist? Na, wieso muss ich nicht hinterher rennen? Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Nicht erschrecken, nicht erschrecken, nicht erschrecken. Ich bin hier. Ist das vielleicht deine? War sie mal. Aber behalt sie nur. Ich habe eine neue. Ich kenne dich nicht. Ich habe dir nichts getan. Du schlachtest zuerst eine Bruxa, die mir lieb ist. Und dann stellst du mir nach. Warum? Du hast 4 unschuldige Menschen umgebracht. Mindestens. Und du? Wie viele Unschuldige hast du auf dem Gewissen? Naja, auf dieses Spiel bezogen, dann sind es nicht so viele. Wenn es auf die vorherigen Teile bezogen ist, dann sind es schon ein paar mehr. Wir reden hier nicht von mir. Oh doch, das tun wir. Nein. Haben sie dich geschickt, um mich zu töten? Wer sind sie? Was soll das heißen, sie? Die Herzogin hat mich angeheuert. Du ermordest ihre Untertanen. So einfach ist das? Ich würde der Herzogin ja ausrichten lassen, dass ich nur noch ein Opfer fordern werde. Aber die Chance kriegst du nicht. Bist du hässlich? Noch ein Vampir? Oh. Das Gefühl, wir haben hier so einen. Ja. Bosskampf in Anführungszeichen miteinander. Aber du bist cool. Was ist das? Ist das eine Art Papier? Ja, oder? Ich glaube, wir schaffen es auch ohne Öl. Wenn ich mich nicht so blöd anstelle und hinter Fässern. Rieche! Roll doch weg da! Au, das war blöd. Blöde Punkt zugleich. Lauf wieder weg!
mal hinter den Fässern fest. Ich weiß, dass du in Schwierigkeiten bist. Ich kann helfen. Ich helfe mir selbst. Nein, er ist mein Freund. What? Gott sei Dank ist mein letztes Essen schon lecker her. Yummy. Hallo, Geralt. Was? Regis? Alles in Ordnung? Alles gut. Wer? Alles in Ordnung. Solche Wunden heilen bei Vampiren im Handumdrehen. Aber es ist ewig her, mein Freund. Was? Jedenfalls bist du? In menschlichen Zeitdimensionen. Wie ist denn das möglich? Als ich dich zuletzt sah, warst du... Ich war ein blubbernder, konturloser Fleck. Spektakulär, mit einer Säule in einem gewissen Palast verschmolzen. Bist du? Meine Verfassung hat sich ein wenig verbessert, wie du siehst. Ich bin nicht in Höchstform, bewahre, aber... Wer bist du? Was bist du? ...würde ich wohl als Halbgott durchgehen. Es tut mir leid. Was geschehen ist, war meine Schuld. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich zu entschuldigen. Das musst du nicht, Geralt. Es ist vorbei. Niemand hat mich gezwungen, dich auf diese Expedition zu begleiten. Wer bist du? Das hier nicht, finde ich. Nee, tatsächlich gerade überhaupt nicht. Also im ersten DLC habe ich eigentlich alle erkannt, aber jetzt hier im zweiten. Wer ist das? Also das war ganz im Ernst. Kam denn in einem anderen Teil noch vor? Kam man ganz am Anfang schon vor? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Wer bist du? Okay. Dass du hier bist, ist wohl kein glücklicher Zufall, oder? Ich freue mich, dass deine deduktiven Fähigkeiten noch so gut erhalten sind. Ich bin wegen Detlef hier. Ich fürchte, er hat sich in ernste Schwierigkeiten gebracht. So heißt er also. Und er ist dein Freund? So kann man es nennen. Allerdings ist Detlef, wie würde ein Mensch sagen, animalischer als ich. Okay. Aber keine Sorge. Wo kommt er denn drin vor? Ihr habt es ja noch nicht sehr weit gebracht. Er hat einen Ritter, also, eingetroffen bin. Und davor. Wenn er in den Büchern drin vorkommt, dann bin ich noch nicht so weit. Es Gründe gegeben haben. Detlef ist kein dekadenter Mensch. Wenn er in Teil 1 oder 2 drin vorkommt, dann habe ich es vergessen. Zu netzen. Oder 3. Was hat er denn deiner Meinung nach für Gründe? Das will ich herausfinden. Dann werde ich ihn überzeugen, wie falsch sein Vorgehen ist. Scheinst ihm ja einiges zuzutrauen. Es sieht zwar nicht so aus, aber ihr zwei seid euch recht ähnlich. Ihr habt edle Herzen, aber ihr neigt zu weniger edlen Taten, wenn die Umstände euch zwingen. Weißt du noch? 964. Das ist 300 Jahre her. Die Angst ging um in Rivien, Lyrien und Spalla. Frauen und Kinder starben, ihre zerstückelten Leichen bedeckten die Felder.
Die Bestie von Lyrien. Ich habe davon gelesen. Fast 200 Leute hat sie umgebracht, bis sie angeblich irgendein vom Propheten gesegneter Wilderer mit einem Dolch erledigt hat. Detlaff hat sie erledigt. Dann stieß er auf einen Wilderer, der im Unterholz bei seinen Fallen schlief. Er warf ihm den Kadaver der Bestie vor die Füße und die Legende war geboren. Vampire helfen Menschen selten. Er muss eigene Gründe gehabt haben, die Bestie zu töten. Du irrst. Er tat es nur aus einem Grund. Sie hat einen Jungen getötet, der Detlaff einst auf der Straße einen Apfel hatte schenken wollen. Nein, wie edel. Du hast kein Altruismus-Monopol, mein Freund. Vilgefortz hat mich eingeschmolzen. Detlaff fand meine Überreste. Nach unserem Kodex hätte er die Wahl gehabt, mich zu lassen, wo ich war, oder sich um meine Überreste zu kümmern. Er entschied sich für das Zweite und regenerierte mich mit seinem eigenen Blut. Das ist kein kleines Opfer, falls du ermessen kannst, was es für einen Vampir bedeutet. Vermutlich bedeutet es für euch dasselbe wie für uns. Du schuldest ihm dein Leben. Noch viel mehr. Wir wurden zu Blutsbrüdern. Und dieses Band ist stärker, als Menschen es sich vorstellen können. Darum weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Dein Empathievermögen war schon immer überentwickelt. Jeder Vampir hat ein besonderes Talent, das er im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert. Dadurch sind Vampire auch so schwer zu klassifizieren. Detlaffs starke Seite ist der Gruppeninstinkt. Er zieht die Gesellschaft niederer Vampire der von Menschen vor. Wenn er also unter euch wandelt und mordet, dann muss ihn etwas aufgebracht haben. Und zwar sehr. Gibt es da was Bestimmtes, das ihn so in Rage gebracht haben kann? Wie soll ich das erklären? Detlaff versteht weder Menschen noch ihre Welt, ihre Regeln oder Konventionen. Er ist gewissermaßen naiv. Er weiß nicht, was Lügen und Täuschen bedeutet. Er ist also schlecht angepasst und übt jetzt Rache? Jedenfalls kann mangelnde Anpassung zu Konflikten führen. Aber diesmal? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Ich muss ihn finden, bevor ihn etwas noch mehr aufbringt und Beauclair in Blut versinkt. Dann haben wir ja ein gemeinsames Interesse. Wie in alten Tagen. Nicht ganz. Wenn ich ihn finde, dann... Ja, du hast einen Auftrag. Aber eigentlich sollst du das Biest am Töten hindern, nicht das Biest töten. Oder? Unterm Strich schon, ja. Suchen wir ihn auf. Bis dahin hoffe ich, dich überzeugt zu haben, dass Detlaff kein Untier ist. Ja, ist ja schon gut. Bislang spricht jedenfalls allerhand gegen ihn. Hörst du? Der Suchtrupp. Die Ritter müssen mir gefolgt sein. Es wäre besser, wenn sie mich nicht fänden. Ich habe auf dem Friedhof Merlachaise-Long Quartier bezogen. Treffen wir uns dort. Bis dann. Ja, Friedhöfe sind jetzt richtig toll. Hexer, wir kamen so schnell uns die Pferde trugen. Doch sie waren wohl nicht schnell genug. Wo ist das Biest? Sprich! Ich bin noch dabei, diesen Ort zu untersuchen. Zieh deine Männer zurück, bevor sie alle Spuren zertrampeln. Meine Herren, wir müssen den Hexer seine Arbeit tun lassen. Der Mord an Milton darf nicht ungerecht bleiben. Farbemittel. So. 41. Komm, reparieren wir einfach kurz. Schadet ja nicht, wir haben da so viel von. Schwindwert. Was haben wir denn hier, was ich noch wechseln könnte? Vielleicht gar keine schlechte Idee.
erst einmal. Mal gucken. Ja, da ist nichts. Also, auf zum Friedhof, oder wie? Und der Friedhof ist, denke ich mal, wieder im Arm der Welt. Da hinten. Okay. Gut, da kommen wir nicht weiter. So. Kann mich ja mal einer mitnehmen, so per Anhalter oder so? Nee? Okay. Das war aber ein schönes Lied. La-di-da, dum-di-dum. Ja, sing ich auch immer. Tagtäglich. Mein Herr, ein Brief für dich. Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Hier. Danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Da hat er gerade in der gekotzt? Mein lieber Geralt. Hoffentlich geht es dir gut. Du bist bestimmt wieder einem bösen Monster auf der Spur. Oder vielleicht einem komplizierten Fluch? Oh, Geralt, ich wünschte, ich wüsste es. Was dich auch immer in Atem hält... Vielleicht brauchst du ja eine kleine Pause. Zu diesem Zweck verrate ich dir ein interessantes Geheimnis, auf das ich in einem alten Manuskript gestoßen bin, das ich einem Händler aus Nazair abgekauft habe. Der Autor des Wälzers behauptet, dass ein gewisser Professor Moreau einst Beauclair sein Zuhause nannte. Und dieser Professor hat Hexermutationen erforscht. Viel mehr weiß ich leider nicht. Aber ich denke, das dürfte dein Interesse geweckt haben. Im Buch wird ein Tagebuch erwähnt, das mit dem Gelehrten nach dessen Tod begraben wurde. Es könnte zu seinem Labor führen. Ich lege dir eine Karte bei, die ich im Folianten gefunden habe. Sie ist an einigen Stellen... Nein, wir wirken da die ganze Zeit. ...wird dir aber hoffentlich trotzdem nützen. Ich habe das Gefühl, dass die Sache wichtig ist. Bitte sei vorsichtig. Und komm schnell wieder zu mir zurück. Deine Triss. Ja. Ein Professor, Triss, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Die hätte zu viel Wein. Ich glaube auch. Ganz ehrlich, auf so einen schönen Wein könnte ich jetzt auch. So einen schönen Weißwein. Och, das wäre jetzt was. Aber dafür müsste ich in die Garage und... Nein. Nein. Und außerdem nicht um diese Uhrzeit. Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich so der perfekte Urlaubsort. Also solche Häuser kenne ich tatsächlich nur aus Österreich teilweise, aus diesen ganzen Barockstädten. Die Altstädte. Auch mit diesen Wandmalereien. Das ist mega cool. Oh, ich bin in Urlaub. Ich hab Fernweh. Ich hab ganz gewaltiges Fernweh. Das habe ich eigentlich selten. Speichern. Ruhig. Pärchen. Ein Hexer. Meistens, als die in Frankreich sehen, auch so aus. Echt? Aber ich war leider noch nie in Frankreich. Geralt von Riva, du scheinst dich ja zu freuen. Ich auch unbedingt hast mal du hin. Arbeit für mich?
Vielleicht nicht unbedingt und Paris oder sowas, aber so. Aber gewiss interessiert die Sache dich trotzdem. Kleinere Städte. Ach doch, das wäre schon geil. Nach Schemata für Hexerrüstungen von außergewöhnlicher, großmeisterlicher Qualität. Ich habe davon gehört. Gibt eigentlich so viele Orte, wo ich noch hin möchte. Ich dachte, sie wären verschollen. Neuseeland zum Beispiel, Japan. Zum Glück erfahren, dass ihre Besitzer nach Schottland gekommen sind. Leider sind sie dann verschieden, aber ich weiß wo. Und Italien. Ich brauche nur einen Partner, der mir dabei hilft, die und auch mal echte italienische Pizza essen und nicht nur das, was weißt, es hier gibt. Wo sie sind, warum holst du sie dann nicht alleine? Na, sehe ich vielleicht wie ein Abenteurer aus? Und wer wäre für meine Kunden oder echte da, italienische Pasta? Die Gegend zöge. Nein, lieber übertrage ich die. Das ist nur am einfachsten. Ja, stimmt. Das stimmt. Die Schemata, dann fertige ich dir an, was du wünschst. Aber Schottland ist. Ach Gott. Ist echt geil. Also was ich da schon so an Bildern gesehen habe. Ja. Wobei, Frankreich ist eigentlich auch gar nicht mehr so schwer hinzukommen. Ist halt nur eine lange Fahrt. Weil ich glaube, wir würden es dann wahrscheinlich eher mit Auto machen. Und zwischendurch anhalten oder mit Wohnwagen. Wohnwagen oder Wohnmobil würde auch gehen. Da dann schön runterfahren. Ach ja, ach das wäre schon was. Freue mich, wenn man endlich mal wieder reisen kann, ohne irgendwelche Einschränkungen. Geht für mich 2 Stunden, dann bin ich da. Echt? Wo wohnst du denn? Also bei uns wären, also von mir aus wären's. Ja, warte mal. 12, 13? Nee, mehr. Mehr als 12 Stunden, glaube ich. Das möchte ich jetzt einmal ganz kurz wissen, es geht sofort weiter. Wie lange bräuchten wir denn nach Frankreich? Eieiei. Wahrscheinlich werde ich gleich erschlagen von der Zeit. Okay, 17 Stunden bräuchten wir. Wir bräuchten 17 Stunden. 2 Stunden bin ich da. Ruhrgebiet. Alter. Ja gut, von da aus ist es... Ja, nicht so weit. Das stimmt. Ich schätze, wir bräuchten, je nachdem, wo wir hin wollten, also zwischen 13 und 17 Stunden. Ich habe das einfach nur grob eingegeben, aber wir sind zumindest schon eine ganze Weile unterwegs. Hicks. All diese Schemata sind irgendwie nach Toussaint gelangt. Wie war das? Holland und Belgien sind auch in die Ecke. Toussaint, das stimmt. In Holland war ich sogar schon. Da war meine Abschlussfahrt damals in der 10. Leider verblichenen Elfen. Sind wir nach Amsterdam gefahren. Und ihm ließen war eine lustige Fahrt. Länder ihre Platten- und Kettenrüstungen anfertigen. Von dem habe ich gehört. Er soll der Beste. Da wollte ich noch unbedingt zu diesem schwimmenden chinesischen Restaurant. Die Hexe wurde nur leider überstimmt. Besonders schwierige, gefährliche Aufgaben erfüllen, um sich seine Rüstung. Meine Klasse wollte lieber zu Meckes. Einige hatten das Pech, dass ihnen dabei etwas zustieß. Und die Schemata liegen heute noch bei ihren Gebeinen. Verstehe. Wer sie findet, hat auch die Schemata gefunden. Aber woher weiß ich, wo ich suchen muss? Zufällig bin ich bei Tienzel in die Lehre gegangen. Ich habe also die Geschichten der verschollenen Hexer von ihm aus erster Hand gehört. Was er mir erzählt hat? Nun, ich habe jedenfalls Abstand davon genommen, Magazine für die Jahr. Auf die Suche nach den Schemata zu gehen. Wie gesagt, ich wäre halt lieber... Ich sage so dir alles, was ich geil chinesischen Restaurant. Du lässt mich im Gegenzug. Ich meine, das war direkt... Von den wir hatten halt so ein Hausboot. Das war direkt daneben. 10 Minuten, dann wäre man da gewesen. Zu Meckes brauchten wir 1/2 Stunde. Und mussten dann erstmal noch durch das Viertel der leichten Mädchen durch. Und das... der Raucherecke quasi. Oder der Kieferecke. Oh, ja. Auf der Abschluss... Das war so geil. Ich wollte eigentlich damals... Wir mussten halt also trotzdem... Obwohl es... Ne, eine Klassenfahrt war, mussten wir halt solche Aufgaben erledigen. Oder bestimmte Orte in Amsterdam finden.
Und ich dachte, wir nehmen mal so eine Abkürzung. Ja. Ich und meine Gruppe, oder meine Gruppe und ich, wir haben noch nie so viele leicht bekleidete Frauen auf einmal gesehen. Es war lustig. Meine Klasse oder meine Gruppe wollte dann auch nicht mehr, dass ich die Gruppe anführe. Es war ein Versehen. Ich habe halt mein Handy-Navi benutzt und ja. Darauf wird halt leider nicht markiert, wo man lang geht. Oder nur, dass da ein Straßenlang führt. War aber lustig. Wir hatten da zumindest gut was zu erzählen. Aber Amsterdam war schön. Nur eindeutig zu viele Fahrräder. Da wirst du dann erstmal umgemangelt, weil du nicht nach links und rechts geguckt hast. Weil urplötzlich so ein scheiß Fahrrad da nochmal auftaucht. Da gibt es mehr Fahrräder als Autos, habe ich so das Gefühl. Und mehr Boote. Ja, mehr Boote. Aber war eine geile Klassenfahrt. Von drei Klassenfahrten, die ich je in meinem Leben mitgemacht habe, war das die beste. Wo soll ich nach den Schiffen? Vielleicht auch, weil es danach dann endlich ich weiß von fünf in dieser Klasse vermutlich wegging. Toten Hexern. Jeder aus einer anderen Schule. Wolf, Greif, Katze, Bär und Manticore. Manticore gibt's auch wo noch. Wo soll ich anfangen? Oh Gott, dann sind wir ja morgen noch nicht fertig. Erzähl mir von meinem Bruder von der Wolfsschule. Sein Name war Adon. Ich erinnere mich gut an ihn. Mein Meister mochte ihn und half ihm, einen gut bezahlten, aber nicht zu riskanten Auftrag zu finden. Vor ein paar Jahren traf eine archäologische Expedition von Castel Groupien in Toussaint ein. Die Mitglieder der Expedition befragten den Meister zu den Elfenruinen in Term. Er warnte sie eindringlich vor den Gefahren und legte ihnen nahe, Adon als Eskorte mitzunehmen. Was für Gefahren hat er gemeint? Weißt du das? Der Legende nach spuken Geister in den Kammern unter Term. Geister sind da weniger das Problem. Weiß ich nicht. Aber die Expedition samt Hexer ist spurlos verschwunden. Was kannst du mir zum Greifenhexer sagen? Er kam vor etwa 200 Jahren zu uns. Aber mein Meister kannte ihn bereits. Dieser Hexer war bei weitem nicht so emotionslos, wie es seine Kollegen sind. Also den Klassenfahrten davor war auch eher so semi-gut. Eine bessere Ausrüstung. Er zeigte meinem Meister die Schemata, also die ersten Klassenfahrten waren ja, und ward nie mehr alle gesehen. In der Nähe von offenbar hat er unserer Schule quasi. Und kehrte nie zurück. Das heißt, wir sind eigentlich immer in derselben Wohin Stadt geblieben. Kann er gegangen sein? Weiß ich nicht. Es hieß, er sei in aufgebrochen. Dann habe ich eine Klassenfahrt in der siebten sind nur noch mitgemacht. Übrig. Und die aber ging in den Harz. Die zu durchsuchen. Das war so ein, das war eine Wanderklassenfahrt. Wir mussten halt von Ort zu Ort, also von Ortschaft zu Ortschaft wandern. Und ich weiß noch, dass ich mich damals mit meiner Klasse, oder mit einem Teil meiner Klasse sogar verlaufen habe. Und das war, ich glaube, das war die schlimmste Klassenfahrt meines Lebens. Vor allem, das Geilste war so, alle hatten ihre Zimmergenossen und so weiter. Und ich war die Einzige, die überhaupt niemand hatte. Und das Geilste war auch noch, es waren alle Zimmer belegt mit vollem Mann. So, das heißt, ich war so die Außenseiterin, hatte niemanden. Und dann nur die Frage, wie beim Sportunterricht früher, ja, wer nimmt denn mich im Zimmer mit auf? Die Rufe waren sehr, sehr groß. Wir haben alle hier geschrien. Ja. Ich war kurz davor, dass ich bei den Lehrern pennen musste. Gott, war das schrecklich. Dann noch wandern mehrere Stunden. Dann hat es eigentlich fast durchgehend geregnet. Dann wäre ich beinahe noch in einem Waldsee ertrunken, weil ich konnte zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht schwimmen. Und wurde allerdings von so einem Felsen runtergeschubst. Man hat dann dahinter nicht gesehen, dass es halt tief runterging und wurde halt reingeschubst. Ja. Handelte dann erstmal so, als das war die schlimmste Klassenfahrt überhaupt. Da ging alles schief bei mir, aber wirklich grundsätzlich alles.
Oh, nee. Ach, nee. Wie gesagt, die 10. Das war super. Amsterdam hat Spaß gemacht. Gut, die Abfahrt war jetzt auch nicht ganz so toll, aber es war wenigstens eine bessere Klassenfahrt als alles andere, was ich davor hatte. Ich bin auch nie ein großer Fan davon gewesen. Klassenfahrten, reden überhaupt Klassenaktivitäten, es war das Schlimmste überhaupt. Vor einem Jahr bat mich der herzogliche Rüstungsschmied Bartholomä de Launay, die Autorität eines Hexerschemas zu überprüfen, dass er von einem... Oder Sportfeste, Sportfeste waren auch schlimm. Zu dieser Zeit arbeitete er an einer neuen Rüstung für die Herzogswache. Ein Hexer der Katzenschule bot einen vollständigen Satz Hexerschemata für eine komplette Ausrüstung. Die Schemata wären wirklich hilfreich gewesen. War das Schema, das du gesehen hast, wirklich ein Hexerschema? Zweifellos. Zu schade, dass der Launay mich keine Kopie hat anfertigen lassen. Er war ganz außer sich und fürchtete, der Hexer könne ihn einfach töten und ausrauben. Vielleicht war diese Angst nicht ganz unbegründet. Denn kurz darauf verschwand der Launay spurlos. Sicher, ich hätte sein Anwesen ja nach Hinweisen durchsucht. Aber das ist wegen der akuten Einsturzgefahr viel zu riskant. Erzähl mir etwas über den Hexer von der Bärenschule. Ja? Kurz nachdem Meister Tienzel mich als Lehrling angenommen hatte, tauchte er auf. Ich erinnere mich noch an das Bärenmedaillon, das er um den Hals trug. Der Hexer war riesig und falschte wie ein Fischweib. Hexer sind eben selten reich. Ja. Stimmt. Außer wir haben tatsächlich relativ viel Kohle. Aber er war in Eile und so wurde mit der Herstellung begonnen. Er seinerseits versprach, uns das Geld zu bringen, sobald er einen Auftrag auf dem Tufo-Weingut erledigt hätte. Dort war ein Gebäude eingestürzt. Die Zeit verging und der Bärenhexer kam nie wieder. Mein Meister schickte mich zum Tufo-Weingut. Es stellte sich heraus, dass der Hexer dort tatsächlich einen Auftrag angenommen hatte. Weingut, ja. Aber das war das Aber wahrscheinlich ein Weingut ohne Wein. Ich will immer noch meinen Wein haben. Die Schule des Mantikors, über die weiß ich jetzt wohl ein wenig. Jetzt hat Gerald Winsen einen Ort, wo er deshalb werken kann. Ich Zeit mal eine Rüstung getragen habe, die von dort stammte. Meinem Meister zufolge liegt die Schule des Mantikors weit im Osten. Vor einem Jahrhundert kam einer ihrer Hexer zu meinem Meister. Seinen eigenen Wein anbauen. Ein gewisser Märchen. Puff, wenn das gehen würde, ich würde sofort Tien machen. Tienzel war nicht gerade begeistert von ihm. Er stank wie eine Schnapsbrennerei und suchte ständig Streit. Tienzel schlug ihm die Tür vor der Nase zu und rief, er solle nüchtern. In Österreich habe ich mal einen richtig, richtig geilen Wein getrunken. Sagt von dem Weingut, was es da gab, wo wir Urlaub gemacht hatten. Kam jedoch nicht wieder. Das war ein geiler Wein. Die Leute munkeln, er habe sich auf einen Alkohol um. Also das ist was ganz, ganz anderes als dieses Zeug, was man hier so im Edeka oder Real oder was auch immer kaufen kann. Das Bastoi-Gefängnis, Alter, das war so lecker. Ist längst nur noch eine Ruine. Aber vielleicht aber teuer. Verdammt teuer. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich sogar eine Flasche gekauft, aber... Nee. Was hast du denn im Angebot? Vieles, was wo ein X vor ist. Stufe 41. Ach komm. Stimmt, ich könnte... Ah nee, das will ich nicht verkaufen. Ein bisschen was kann man zumindest mal. Die haben immer noch dieses komische Holzschwert. Nee. Bärenrüstung. Das hat nur einen Slot, ne? Hm. Gut, aber ich glaube, Plätze hat sogar fast alles komplett. Was sind das? Ganzkörperrüstung? Wenn ja, will ich sie auf jeden Fall haben. Das ist das, was wir verkauft haben.